wir kommen einmal die Woche hier hin für 2 Stunden, also jede Woche am gleichen Tag, sodass die Kinder halt schon wissen, hey, wir kommen, und sie kommen uns schon entgegengerannt, zum Teil in die Arme gerannt, und man merkt, sie freuen sich total. Ich bin die künstlerische Projektleitung, arbeite für Krass e.V., dem Verein für Kinder und Jugendliche, um ihnen kulturelle Bildung und Kunst beizubringen, nahezubringen. Und vor allen Dingen den Kindern, die sonst da eher weniger Zugang zu hätten. Wir haben immer einen Projektleiter und werden unterstützt von bis zu 5, 6 Ehrenamtlern. Dadurch entsteht halt erst die Möglichkeit, wirklich da zu sein für die Kinder. Heute haben wir zum Beispiel eine große Aktion, wo sie sich selbst malen auf großem Papier. Und so merkt man halt, es stärkt ihre Persönlichkeit, es stärkt das Ankommen hier. Und sie finden Vertrauen zu uns als diejenigen, die wir das hier leiten und da sind für sie. Und wir halten uns quasi in dem Hintergrund, aber sind präsent für sie. Letztens war zum Beispiel ein Kind, was auch noch gar kein Deutsch konnte. Es fing an, Vertrauen erstmal zu schöpfen und sich dann eben auch malerisch auszudrücken. Und zuerst, das erste Bild, was sie malte, war wirklich ziemlich traurig. Es war ein Panzer, es war eine Grabszene mit Kreuzen. Dann drehte sie dieses Bild um und malte wirklich auf der Rückseite dann ein Bild, wo ganz dick Love drauf stand, also Liebe. Und sie hat ganz, ganz fröhliche Farben genommen. Und daran sieht man halt, was in diesen Kindern passiert. Alles darf da sein und ist willkommen. Und von alleine passiert Veränderung. Ja, es ist gar nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich arbeite hier. So, das ist einfach eine Freude. Ich werde beschenkt und es ist ganz toll, was entsteht halt bei den Kindern.